Für Liljana Bukal ist die Sache klar. Die Tierpflegerin aus Stuttgart-Botnang vertraut der Meinung ihrer Hausärztin. Darum hat sich die 59-Jährige auch für die sogenannte hausarztzentrierte Versorgung, kurz HZV, entschieden. Die stärkt die Lotsenfunktion ihrer Hausärztin Gerda Degel. Bei Beschwerden kommt sie immer zuerst zu ihr. Ganz einfach, weil ich schon lange Patientin von Frau Dr. Degel bin, ich großes Vertrauen zu ihr habe, sie mit mir die Therapie im Vorfeld bespricht und wenn es notwendig ist, mich an einen Facharzt weiterempfiehlt. Und beim Facharzt bekommt sie dann schneller einen Termin. Aber nicht nur die Patienten profitieren. Bei den Ärzten sinkt durch die HZV die Bürokratie und es bleibt mehr Zeit für die Patienten. Das erleichtert auch Dr. Gerda Degel die Arbeit. Sie praktiziert seit 1991 in Stuttgart-Botnang. Durch die HZV hat sie den Überblick über den gesamten Behandlungsablauf ihrer Patienten. Ich bin der Lotse des Patienten. Bei uns treffen dann alle Berichte ein von allen Fachärzten. Und somit kann ich alles besser koordinieren und seinen Behandlungsplan steuern. Dadurch können wir dem Patienten gewährleisten, dass er schneller behandelt wird, dass wir schneller zum Ziel kommen, dass wir ihm schneller helfen können. Und deshalb nutzen bei der AOK Stuttgart-Böblingen bereits über 135.000 Versicherte das Angebot. In ganz Baden-Württemberg sind es sogar 1,6 Millionen AOK-Versicherte. Denn die HZV gibt der Behandlung eine klare Linie. Das war auch der Grund, warum wir vor 10 Jahren diese hausarztzentrierte Versorgung, wir nennen es kurz gesagt HZV, lanciert haben in Baden-Württemberg. Und natürlich gemeinsam mit unseren Partnern vom Medi-Verbund und von der Hausärzteschaft Baden-Württemberg, die uns dabei natürlich begleiten und unterstützen als wichtige Partner. Außerdem können die HZV-Kunden jährliche Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen. Bei vielen Arzneimitteln entfällt die Zuzahlung. Auch Liljana Bukal würde die HZV weiterempfehlen. Ja, warum nicht? Es hat keine Nachteile, es hat Vorteile.